So geschlossen sich das verrückte Heldentrio von MDK2 im vereinten Kampf gegen das außerirdische Pack auch präsentieren mag, so unterschiedlich sind die Stile, Kampftechniken und Charakteristiken der drei Helden. Über ein großes Waffenarsenal verfügt Protagonist Kurt, der insbesondere in einer Disziplin brilliert, dem Sniper-Modus. Dieser ermöglicht ein gezieltes Schießen über weite Distanzen. Daneben stehen eine Tarnvorrichtung und eine 200 Schuss starke Super Chain Gun zur Verfügung. Dem Roboterhund Max sind dank genetischer Veränderungen seit dem ersten Teil von MDK zwei weitere Vorderpfoten gewachsen, die das gleichzeitige Hantieren mit vier Waffen ermöglichen. Mit dicken Gatling Guns ballert der kettenrauchende Köter auf die Aliens, was das Zeug hält. Viel technisches Geschick und vor allem Innovationsgeist braucht hingegen der eigentlich waffenlose Wissenschaftler, wenn er absonderlichste Kampfgeräte aus Alltagsgegenständen baut. Da deren Verwendungsmöglichkeiten nicht immer gleich ersichtlich sind, hier einige Tipps. Scheinbar nutzlose Items sollten Sie nicht einfach links liegen lassen. Sammeln Sie alles ein, was Sie finden. Vieles lässt sich später zu äußerst effektiven Waffen montieren. Zwei getrennte Inventare für die jeweils linke und rechte Hand laden zum Knobeln und Kombinieren ein. In den Küchenräumlichkeiten sollte der Toaster sowie ein Stück Brot, Flaschensoßen und auch Tücher eingesteckt werden. Der Brotröster wird sich später als ausgezeichnete Schussvorrichtung erweisen. Flaschen und Tücher lassen sich hervorragend zu Molotow-Cocktails zweckentfremden. Der Toilettengang dient nicht nur der inneren Reinigung des wirren Geistesakrobaten. Nach erfolgter Verrichtung eines großen Geschäftes wird das stille Örtchen mit einem lauten Knall detonieren und sowohl Blechstangen als auch einen Handtrockner freisetzen. Diese seltsamen Bauteile lassen sich später prima zu einem Laubbläser zusammenschrauben, mit dem feindlich gesonnene Aliens ganz einfach weggepustet werden können. Mit dem eben zusammenmontierten Pustomatic blasen sie alle Aliens zu einer fleischvertilgenden Pflanze. Botanier Kermit wird ihnen diese Nahrungszuführung dadurch danken, dass sie ihren Toaster mittels eines Plutoniumbades zu einer atomaren Waffe aufrüstet, die später äußerst wertvolle Dienste leisten kann. An atomic toaster!